Armer Hase. Immerhin ist das Tor offen, wo wir mit der Lok rausgefahren sind. Bei dem sagen müssen, ach nee, ich rede ja nicht. Geh weg, du Ratte. Ich dachte, tagsüber seid ihr nicht so aktiv. Level okay. Ich weiß, hier war die Stelle, wo wir das Boot geholt haben. Aber jetzt steht das nicht mehr hier. Mein Gott, ich werde gerade von draußen bespuckt von den scheiß Viechern. Patronengurt zur Aufbewahrung zusätzlicher Munition. Finde ich sogar besser. Ich muss jetzt zum Raum. Ich hoffe, ihr versteht das. Komme ich nicht rüber. Ah, shit. Gibt es nicht. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit außenrum? Sind Ghule. Eine ganze Menge Ghule. Ich dachte gerade, der pinkelt. Ich dachte zwischendurch, man kann hier übers Außendach dahin. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich mit meinem Boot wieder rausfahren sollen, anstatt mit dem Zug rauszukommen? Shit, ey. Komme ich auch nicht durch. Muss wirklich ganz außen rum. Ich glaube, ich habe deinen Kollegen aus Spaß erschossen.
Haut ab. Scheiß Dreck, ey. Ich könnte natürlich auch mit dem Zug zurückfahren. Obwohl, nee. Da müsste ich Weichen umstellen. Das geht überhaupt nicht. Es tut mir sehr leid. Aber es basiert auf einem Nebenquest. Ich habe Leute gerettet. Und ich möchte mal eine Belohnung dafür haben. Genieß den Ausblick. Schönes Wetter. Aber nicht immer. Ich bin kein Feind. Als ob wir hier nicht schon genug Probleme hätten. Wie ich sehe, bist du vernünftig, Reisender. Du hältst uns deine Waffe nicht vor und scheinst unseren Glauben zu respektieren. Trotzdem haben wir keine Zeit, mit dir zu reden. Wir sind Paladine, Krieger des wahren Glaubens. Und wir haben eine Mission. Wir müssen die Dämonen der Elektrizität allein mit unserem Glauben besiegen. Deshalb stellen wir die heiligen Symbole um uns herum auf. Außerdem müssen wir unsere Gebete aufsagen, denn jeder Fehler könnte uns das Leben kosten. Deshalb solltest du besser gehen. Danke, dass du dich so freundlich verhältst, aber trotzdem, für einen Außenseiter ist es hier gefährlich. Und mit deinem fehlenden Glauben könntest du unser Schicksal beschwören. Sieht ihn nicht an, Brüder. Lasst unser Gebet fortsetzen, denn wir haben viel zu tun. Immerhin ist es der Wille des Herrn, dass dieser Ketzer herkommt, um es uns noch schwerer zu machen. Wie sollen wir auch sonst feststellen, ob unser Glaube stark genug ist? Für deinen Segen, den wir, deine unwürdigen Sklaven, erhalten, o Herr, erheben wir unsere Stimmen zum Lobgesang. Und dafür, dass du unsere Sünden vergibst. Und uns vor dem Feuer rettest, dass die unheilige Elektrizität ist den Fisch noch jemand? Hervorgebracht hat. Und dafür, dass du unsere Seelen durch den wahren Glauben, den uns dein Bote Vater Selantius lehrt, vor der Versuchung der Teufelsanbetung rettest, danken wir dir, o Herr. Amen. Amen. Und jetzt wird gegessen? Donnt es sich auf dem Rücken? Ich würde so gern jetzt irgendein Monster zu ihnen hinziehen. Am besten den großen Fisch. Er würde ihnen so viel Liebe zeigen, ey. Was? Ich glaube, hier hat jemand falsch gespielt. Das war auf jeden Fall eine ordentliche Kneipenprügelei. Ich glaube nicht, dass ich das war. Ist das ein Gummihuhn? Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Was ist los? Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch. Ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Ich lüge nicht. Boba kann das bestätigen. Nur nicht schießen.
Ich habe nicht vor, dich zu erschießen. Ich bin kein Unmensch. Es sind genug Menschen gestorben. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Und wer ist das? Hat Kleber hingeschickt? Hat Boba die Moneten vielleicht selbst genommen? Ach, was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Ich hoffe, er erschießt mich nicht. Der Barkeeper sollte leben. Der Barkeeper lebt immer. Ja, er wird mich nicht erschießen, ganz bestimmt nicht. Ja, er wird den Gärtner töten. Aber schön, was man abseits finden kann, ne? Ohne dass irgendein Questmarker oder sonst irgendwas kommt. So, und jetzt wird's schwierig. Weil ich habe, glaube ich, die Tür, den Raum nicht gesehen. Stand ich mal von der verschlossenen Tür. Ja, hier der Raum. Oder? Bin ich von hier gekommen? Mein Gott, das ist der Friedhof der Fischleute. Das ist, glaube ich, die Tür. Ja, vor der standen wir auch. Was ist das denn? Fernglas? Oder ein Nachtsichtgerät? Das ist ein Nachtsichtgerät. Das war übrigens schon die andere Seite. Du bist auch in diesen Raum reingekommen, ohne dass du den Schlüssel besitzt. Wenn du halt das Vieh besiegt hast, dann konntest du einen durch die Tür gehen. Aber gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, sonst hätte ich jetzt ewig und 12 Tage ohne Nachtsichtgerät arbeiten müssen. Das Beste ist, ich falle ja so gar nicht mehr auf. Wo wir die ausrasten werden, wenn die merken, dass ihr Fisch tot ist, ne? Yeah, mit Nachtsichtgerät in den Himmel. Nachtsichtgerät in den Himmel gucken. Ach. Das schränkt übrigens meine Sicht ein bisschen ein. Wie war das damals? War mein Boot kaputt? Mein Boot wurde, glaube ich, zerstört, als ich hier rein bin, ne?
Deshalb alles cool. Dann müssen wir halt zu Fuß zurückgehen. Kostet uns ein paar Minuten wieder. Aber vielleicht machen wir nochmal so eine Zufallsentdeckung. Wie der Typ, der ein Barkeeper ist. Es gibt nichts zu bekämpfen. Elektrizität bleibt auch. Auch wenn du, sag ich mal, Elektrizität bekämpfen willst, weil statische Aufladung kannst du nicht bekämpfen. Elektrizität ist nichts von Menschen erfundenes. Es ist natürlichen Ursprungs. Wir haben nur herausgefunden, wie man den Zustand von Bewegungsenergie in Elektrizität und umgekehrt. Erzeugen kann. Ja, ja, große Pause. Achtung, dramatische Pause. Es sieht aus, als wenn ich da langlaufen könnte, es ist aber nicht so. Und ich gebe schon Gas. Schneller, schneller, schneller. Es gibt viel zu sehen. Du, 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 du. Ich glaube, es gibt ein Achievement. Ah, ne, gibt's ja gar nicht, weil Epic Store. Soll ich dazu was sagen? Wer jetzt hier noch Metro guckt bei mir, ist eh schon voll drin. Bei der Folge. Mir ist total egal, wie viele Launcher es gibt, wirklich. Es hat nichts damit zu tun, dass ich sage, okay, es ist, weil ich auf YouTube bin oder sonst irgendwas. Es hat einfach damit zu tun. Ich gehe auch nicht vor Lidl demonstrieren, weil sie kein Rewe-Tippmark haben oder keine Rewe-Marke anbieten. Jetzt ist natürlich noch die Sache, dass ja auch Rewe, beziehungsweise, ach, was will ich sagen? Dass das ja keine Eigenmarke ist, Metro und so weiter. Und es kann halt da kommen, wo alle Bock drauf haben. Beziehungsweise sie können es da veröffentlichen, wo sie wollen. Aber so läuft halt Kapitalismus nicht. Wir sind in keiner solidarischen Marktwirtschaft oder wie auch immer man es nennen müsste. Ich müsste jetzt mal eben nachgucken. Alter! Alter, ihr Kackratten! Ey, es war die Ruhe! Ich werd bekloppt! Oh, letzter Checkpoint vor 3 Minuten. Du willst mich doch veräppeln. Wo stand ich denn da? Warum ist das passiert? Weil ich den Steam Store nicht gelobt habe. So gelobe ich feierlich, der Steam Store ist der beste Store auf der Welt. Weil er seit Jahren es nicht hinkriegt, ein Affiliate-Programm zu starten, zum Beispiel, für Verkäufe. Weil er seit Jahren nicht hinbekommt, die Steuer abzuführen für Leute, die das Produkt da verkaufen, wie es einfach auf anderen Stores manchmal üblich ist. Wodurch das alles beim
Endverbraucher bleibt. Nicht beim Endverbraucher, sondern beim Verkäufer, was natürlich auch ein Aufwand ist, ein bürokratischer. Steam hat netten Support. Was hat Steam noch? Steam hat Diskussionsforen, Guideforen, hat ohne Ende Foren. Steam startet jede Nacht deine Server neu. Ich glaube um 3 Uhr morgens nach deutscher Zeit. Einmal, wodurch du alle Steam-Services mal nicht nutzen kannst für einige Minuten. Wo ich so denke, es müsste doch eigentlich eine bessere Lösung dafür auch geben. Außer, dass die das Netzwerk dann eben mal runterfahren. Manchmal dauert es irgendwie nur 30 Sekunden, manchmal bist du aber plötzlich eine halbe Stunde oder eine Stunde ohne Steam und fragst dich, what the fuck? Vor allem für Menschen wie mich, die, sag ich mal, nachts nochmal was hochladen. Nicht hochladen, sondern was spielen über Steam. Wo man manchmal auch den Online-Modus braucht. Aber sonst, ohne Kack. Steam ist dasselbe Problem wie alle Online-Distributionen. Anstatt dass wir uns darüber aufreden, dass es immer mehr gibt, sollten wir uns lieber Gedanken machen, wie es früher war, dass wir Spiele nicht kaufen. Wir kriegen ein Nutzungsrecht auf den Plattformen. Und dieses Nutzungsrecht sichert uns erstmal zu, dass solange diese Plattform existiert, wir in der Lage sind, unser Spiel darunter zu laden. Wenn Steam aber morgen dicht macht, kriegen wir gar nichts. Also Steam würde wahrscheinlich, gehen wir davon aus, Steam würde bankrott machen. Wovon wir noch weit entfernt sind. Aber ja, dann würde Steam wahrscheinlich es so machen, dass sie sagen, okay, wir stellen alle Inhalte, die gedownloadet werden können, zur Verfügung. Gut gemacht. Und jetzt komm hier. Wir kommen Neues eingetroffen. Und dann kannst du gucken, dass du dir alles runterlädst und es wird alles im Offline laufen, dementsprechend, wenn das möglich ist, das im Offline-Modus zu spielen. Aber alle Spiele, die zum Beispiel Steam-Server nutzen für den Multiplayer, wovon es unzählige gibt, weil sie dadurch mit Steam verbandet sind, oder mit den Steam-Achievements und so weiter, was integriert wurde, das wird ja alles nicht mehr funktionieren. Dementsprechend wäre das halt alles weg. Und es gibt halt Spiele, die haben Steam so stark integriert, dass die nicht mehr laufen würden. Das war damals übrigens mit GameSpy so gesehen dasselbe. Falls ihr euch noch erinnert. Wow, das ist irre! Onkel Artyom, schon beim Störsender war mir klar, dass du was drauf hast. Oh, was für ein Prachtstück. Ich hab was gefunden, mein Kind. Teddy? Teddy? Bist du wirklich wieder da? Du bist mein Held, Teddy! Mama, leck ihn nicht ab, wir haben ihn ein wenig verstrahlt. Was sagt man da? Oh, vielen Dank, Onkel Artyom. Dankeschön. Artyom, komm mal hier hoch. Ich muss etwas mit dir besprechen. Sofort. Für wen soll ich die Gitarre retten? Hi, Artyom. Anscheinend für niemanden, der gerade draußen steht. Ach, vielleicht mit dem Typen, der im Wachposten war, ne? Na los, der Alte wartet schon. Ja, und im Gegensatz zu mir wird er nicht jünger. Ich wollte nur mal den Ofen angucken. Wo ist Anna? Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein.
Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Toll. Da unten sollen die Händler eingetroffen sein. So. Du brauchst eine Pause? In Ordnung, aber nicht zu lange. Du wirst am Hafen gebraucht. Hey, Junge. Warum darf ich meine Waffe nicht zücken? Idiot, warum darf ich dir was nicht geben? Wahrscheinlich redet er jetzt noch mit mir. Willkommen zurück, Ranger. Ja, offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Liegt wohl am Alter. Naja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Naja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein TH fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Hm. Ah, da ist die Verbesserung. Horizontalmagazin. Erweiterte Version des Rollmagazins, die bis zu 27 Stahlkugeln oder 9 Hülsen fassen kann. Ich glaube, meine Filter. Hier sieht 4 Minuten 57, aber dadurch, dass ich die andere Maske trage, habe ich 12 Minuten. Das ist schon echt gut mit der anderen Filtermaske. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Bin bereit, dir die Gitarre zu geben. Wo hast du die denn her? Gott verdammt, ist die cool. Vielen Dank, Mann. Ich bin hin und weg. Jetzt spielt er erstmal der Frau was vor und die wird sich dann in ihn verlieben. Mit Handschuhen, also bitte. Danke sehr. Vielen Dank. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel uns das bedeutet. Danke. Das ist unser Waggon von vor über einem Jahr, verstehst du? So viel ist geschehen. Von hier sehe ich aber nichts, ne? Ich muss schon runter zum Hafen und mich mit dem Speer. Warum? Geschliffen über den Boden. Mit den Knien. Mir ist wahrscheinlich eine Kniescheibe rausgeflogen.